Cotton Move er en mobil fliseskærerobot, baseret på Oticus Factory on the Fly-koncept. Det er en revolutionerende mobil robotløsning for on-site-skæring af tegl, fliser og andre materialer. Som den første robot af sin slags på det internationale marked, har vi skabt Cotton Move for at hjælpe brolæggere med det slidsomme og krævende arbejde med fliseskæring. Med Cotton Move kan du tage en robot direkte ud på byggepladsen og sætte den i arbejde. Wenn Sie Cotton Move in Gebrauch nehmen, schließen Sie einfach die Versorgungsspannung an den CEE-Anschluss an der Vorderseite des Anhängers an. Schalten Sie dann den Hauptschalter am Roboterschrank ein, der sich im hinteren Teil des Anhängers befindet. Vor dem Einsatz müssen Sie den Wassertank mit ca. 180 Litern Wasser befüllen, die der Roboter für den Schneidevorgang braucht und das rezirkuliert wird. Für besonders schwere Fliesen kann optional ein Kran zum Heben verwendet werden. Dieser kann mit verschiedenen Hebevorrichtungen montiert werden. Die Bedienung des Roboters erfolgt über ein zugehöriges iPad. Drei Symbole auf dem Tablett, Material, Schnitt und Verarbeitung sind vollkommen ausreichend, um den perfekten Schnitt zu programmieren. Zuerst geben Sie die Abmessung der Fliese in metrischen Einheiten ein, Millimeter oder Zentimeter. Als nächstes wählt man, wie der Schnitt gemacht werden soll. Zum Beispiel, ob es sich um einen Längs-, Quer- oder Schrägschnitt handelt. Schließlich wählen Sie aus, welchen Teil der Fliese Sie schneiden möchten. Die Positionierung der Fliese ist deutlich markiert. Sie müssen nur sicherstellen, dass die Fliese so in das dazu passend gewählte Anschlagsprofil gelegt wird. Braucht man eine Anzahl gleicher Fliesen, so können gleiche Schnittführungen selbstverständlich gespeichert werden. Durch diese Automatisierung können Verlegearbeiten, die bisher zwei Personen erforderten, von nur einer Person durchgeführt werden. Die iPad-Software verfügt über eine Funktion, die Ihnen anzeigt, was der Roboter tut. Erst wenn beide Türen sicher geschlossen sind, beginnt der Roboter mit dem Schneidevorgang. Zwei grüne Anzeigen auf dem iPad zeigen die Schneidebereitschaft von Cotton Move an und sorgen so für die Bedienungssicherheit. Bei Cotton Move wird die Schnittgeschwindigkeit an das zu schneidende Material angepasst. Der Roboter schneidet eine 5 cm dicke Betonfliese typischerweise mit einer Geschwindigkeit von 2,5 cm pro Sekunde. Der Roboter ist mit einer austauschbaren Diamantklinge in 350 mm oder 400 mm Durchmesser ausgestattet. Sie haben die Möglichkeit zu wählen, welche der beiden Klingengrößen zu Ihrem Schnittgut am besten passt. Mit einer 350 mm Diamantscheibe können Sie maximal Stärken von 8,5 cm schneiden. Eine 400 mm Diamantscheibe kann Stärken von bis zu 11 cm dick bewältigen. Die Diamantscheibe schneidet typischerweise Materialien wie Zementfliesen, Beton, Keramik, Granit, Marmor oder Ziegel. Die Größe des Schneidguts kann variieren, in der Größe und Stärke von 10x10 bis 60x80 cm und von 5 bis 11 cm. Das Wasser im Wassertank sollte nach Feierabend gewechselt werden. Zusätzlich ist eine Handspritzpistole montiert, mit der das Werkstück gereinigt werden kann. Wenn das Wasser nicht mehr sauber und klar ist, muss es gewechselt werden. Um die Funktionsfähigkeit von Cotton Move zu erhalten, wird eine tägliche Reinigung nach dem Gebrauch empfohlen. Kabine, Roboter, Gummimembran und Schneidewerk werden sauber gespült und das restliche Wasser und vorhandenes Sediment werden entfernt. Dies geschieht, indem das Stützrad in die äußere Position gefahren wird, so dass der Anhänger nach hinten kippt. Der Deckel der kleinen Wanne wird abgenommen und Sie gehen dann nach hinten zu der Kabine und spülen diese mit einem kräftigen Wasserstrahl aus. Über die kleine Blechplatte wird das Wasser aus der Wanne abgelassen und die kleine Wanne vom Schlamm freigespült. Schrauben Sie zum Schluss den Verschluss wieder auf die Wanne und legen Sie die Gummimatte wieder auf. Der Fliesenschneideroboter ist in einem geschlossenen Standardanhänger eingebaut, der von gewöhnlichen Pkw oder Transportern gezogen werden kann. Der Kern ist ein sechsachsiger, cloudverbundener Industrieroboter. Die Bedienung erfolgt bequem und präzis mit einem iPad. Sie können den Roboter wahlweise mit einer 350 mm oder 400 mm Diamanttrennscheibe ausstatten lassen. Optional kann der Fliesenschneideroboter mit einem eingebauten Generator für den Betrieb an Orten ohne Stromversorgung konfiguriert werden. Wird ein Generator als Stromquelle verwendet, so kann man mit ca. 10 Stunden Betriebszeit rechnen. Eine automatische Nivellierung ist sehr vorteilhaft für das Aufstellen in unebenem Gelände und kann als optionale Funktion gewählt werden. Auf Cotton Move wird eine Garantie von 12 Monaten gewährt. Doch wird an dieser Stelle auf die Einhaltung der Wartungsvorschriften hingewiesen, die für die Garantieleistung unabdingbar sind. Die Service- und Wartungsvorschriften finden Sie auf dem mitgelieferten iPad. Ebenso wie in einer Papierversion mit gleichem Inhalt, was im Lieferumfang enthalten ist. Odico bietet eine persönliche Einführung in diese neue Technik, Schulungen im Gebrauch von Cotton Move und unsere Unterstützung während der Startphase.
At arbejde med Cut & Move er en støjsvag og sikker proces, hvor støv, vand og bevægelige dele er indkapslet i et lukket miljø. Man kan benytte Cut & Move uden støjgener, og den er derfor særdeles anvendelig i beboede områder. Det er heller ikke nødvendigt at have høreværn eller beskyttelsesbriller på ved betjening. Samtidig undgås tunge løft, og det betyder dermed, at Cut & Move medfører en mindre grad af nedslidning og et væsentligt forbedret arbejdsmiljø. Cut & Move øger produktiviteten og hastigheden og giver et bedre arbejdsflow i forbindelse med uddækningsarbejdet. Og det betyder samtidig økonomisk gevinst og besparelse.